Ja, hallo allerseits. Vielen Dank für die Einladung. Und ich spreche hier aus meinem Covid-Arbeitszimmer Schrägstrich Musikzimmer, wie man sieht. Hat nicht so viel mit Gaming zu tun, aber stört hoffentlich nicht. Ja, Resilienz, das ist ein Begriff, den ich gleich, oder eine Idee auch, die ich gleich erklären möchte, logischerweise. Um das vorwegzunehmen, für die Menschen, die das vielleicht gar nicht kennen, das ist ein Begriff, der ziemlich so die Runde gemacht hat in den letzten Jahren, zum Beispiel in der Sozialpädagogik und in der Sozialarbeit, wo man Menschen helfen möchte, sich selbst zu helfen und ihr Leben besser auf die Reihe zu kriegen. Aber dieser Begriff ist auch durchaus in vielen, vielen wissenschaftlichen Bereichen vorhanden, von den technischen Wissenschaften bis in die Sozialwissenschaften. Was meinen wir damit? Ganz kurz zusammengefasst meinen wir damit, dass man in der Lage ist, und zwar nicht nur unbedingt man selbst, darüber werde ich gleich sprechen, sondern auch in seinen sozialen Kontexten, in seinen Zusammenhängen, in denen man lebt, an dem Ort, an dem man lebt, auf Krisen und Probleme reagieren zu können auf eine bestimmte Art und Weise. Ich steige mal ein, und zwar erstmal mit dieser Frage der Nachhaltigkeit und der kulturellen Resilienz. Und ich bin Erziehungswissenschaftler, das muss ich gestehen. Das heißt, für mich geht es immer um die Frage, wie sieht eigentlich eine Allgemeinbildung aus für unsere Gegenwart? Und die meisten Menschen, wenn sie Allgemeinbildung hören, dann denken sie daran, dass man vielleicht die Wagner-Opern rückwärts aufsingen kann oder sowas in der Art. Das meinen wir heute nicht, sondern ich habe mal hier mitgebracht, worum es eigentlich geht. Und worum es nicht nur in der Schule dann geht, sondern auch in dem überhaupt im Leben gewissermaßen, was eigentlich zu lernen ist. Und da habe ich eine These von einem ganz wichtigen Menschen für die Erziehungswissenschaft, Wolfgang Klafki, der das mal so formuliert hat. Allgemeinbildung bedeutet ein geschichtlich vermitteltes Bewusstsein von zentralen Problemen der Gegenwart und soweit voraussehbar der Zukunft zu gewinnen. Einsicht in die Mitverantwortlichkeit aller angesichts solcher Probleme und der Bereitschaft und Bereitschaft an ihrer Bewältigung mitzuwirken. Verzeihung, jetzt habe ich mein doppeltes Weiterklicken nicht gemacht, aber die Technik hat schon nachgezogen. Herzlichen Dank mit der Präsentation. Ja, also das ist die Idee, dass Allgemeinbildung sich immer bezieht darauf, dass Menschen in der Lage sein müssen, mit ihrer Zeit umzugehen. Und wir sehen ja, dass das eine krisenhafte Zeit ist, die ja geprägt ist. Und wir sehen das ja täglich und von Jahr zu Jahr irgendwie häufiger in den Medien, die geprägt ist eben von unterschiedlichen Krisen, die ineinander laufen. Die UNESCO, also die United Nations vielmehr, haben vor einigen Jahren ihr Konzept der Nachhaltigkeit sehr, sehr stark erweitert. Und wenn das nicht bekannt ist, dann würde ich wirklich mal empfehlen, diese Seite zu besuchen, um sich anzuschauen, zu lernen, was da eigentlich alles zugehört, wenn wir eine nachhaltige Welt erreichen wollen. Das reicht nämlich nicht nur, wie man hier sieht, bei dem Punkt 14, Wasser sparen zu können oder mit Wasser verantwortlich umzugehen, sondern es gehört eigentlich das ganze Leben, die ganzen Lebensbereiche gehören dazu. Das Besondere, und das ist dann auch die Verbindung zur Spielekultur an dieser Stelle, ist, dass Nachhaltigkeit nicht gegen Kultur zu erreichen ist. Ja, man kann nicht einfach irgendwelche Werte politisch festschreiben und dann erwarten, dass die Leute irgendwie ihr Leben so umstellen, dass sie irgendwelchen Kennzahlen folgen, sondern alles, was wir tun, tun wir deswegen, weil es für uns einen Sinn ergibt. Und wo kommt dieser Sinn her? Den haben wir uns nicht alleine gebastelt, so wie wir uns unsere eigene Sprache nicht alleine gebastelt haben, sondern dieser Sinn kommt aus dem, was ich dann Kultur nenne. Die Sprache ist zum Beispiel Teil der Kultur. Nur, also sowas wie Nachhaltigkeit ist nur zu erreichen durch eine Umstellung auf dieser Ebene. So, ich lebe beispielsweise in Mittelfranken und hier ist eine große Fleischesserkultur und auf allen Feiern und so weiter wird gegrillt, wie an vielen anderen Orten auch. Und das kann natürlich zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsproblem sein im ökologischen Sinn, oder es ist ein Nachhaltigkeitsproblem im ökologischen Sinn natürlich. Und wie soll man das ändern? Man kann den Leuten ja nicht vorschreiben, was sie tun sollen, sondern es muss einen kulturellen Wandel geben. Und um diesen kulturellen Wandel und den Beitrag, den Spiele dazu leisten können, soll es heute gehen. Und tatsächlich kommen die Spiele nicht mehr aus der Nummer raus. Die Spielkultur kommt nicht mehr aus dieser Nummer raus. No excuses, denn sie ist inzwischen ja im Zentrum unserer Kultur angekommen. Ja, also das heißt, wir sehen das an der Stiftung Digitale Spielkultur beispielsweise an vielen oder auch an dem gerade eben gesehenen Thema des E-Sports natürlich. Wir sehen es aber auch daran, das ist jetzt nicht direkt nur Spiel, sondern eine ludische, spielerische, ästhetische Kunst. Die Demoszene, die Programmierszene ist in diesem Jahr immaterielles Kulturerbe, deutsches immaterielles Kulturerbe geworden. Und da kann man schon sehen, das ist nicht nur eine Ehre, sondern natürlich auch eine Verantwortung, die damit einhergeht. Okay.
Was heißt denn jetzt eigentlich Resilienz? Ich habe ja gesagt, ich würde das etwas genauer erklären. Und da gibt es ein wunderbares Buch, das aber auch nicht übersetzt ist. Es ist nur für Menschen, die Englisch lesen mögen und können, gut zugänglich, von einer englischen, britischen Sozialwissenschaftlerin, Katrina Brown. Und es gibt viele Bücher über Resilienz. Dieses finde ich extrem gut und extrem hilfreich, wenn man verstehen möchte, wie man sowas erreichen kann, wie man kulturellen Wandel erreichen kann. Und sie versteht unter Resilienz die Bewahrung von Identität trotz Wandel. Also die Idee, dass ich nicht einfach mein ganzes Leben völlig umkremple, sondern auch eine Kontinuität sehe und einen Sinn bewahren kann, aber dennoch sich die Welt verändert. Man könnte sagen, wenn sich die Welt verändert und ich selber bleibe immer starr derselbe, dann funktioniert das nicht gut und dann habe ich auch gar nicht mehr diese Identität, sondern dann werde ich einfach zum Beispiel nur immer älter geistig oder so und fall aus meiner Zeit heraus. Also es geht also um Bewahrung dieser Identität im Wandel oder trotz Wandel, und zwar dadurch, dass auf Ressourcen, dass Ressourcen aktiviert werden können. Das heißt, dass wir beispielsweise, ich werde es nachher noch genauer zeigen, dass wir beispielsweise eine Möglichkeit finden, uns überhaupt zu verändern. Wenn man dieses fränkische Schweinefleischbeispiel nimmt, dann kann man vielleicht überlegen, wo kommen die Ressourcen her, dass man anders über diese über Feste nachdenkt und wie man sie gestaltet, wenn man denkt, dass das ein Umweltproblem wäre beispielsweise, aber eben auf kulturell anschlussfähige Weise. Das ist nicht einfach, sodass dann auf Krisen, wie wir sie ja haben, ökologische Krisen und natürlich politische Krisen und Kriege, was wir alles sehen, Migrationskrisen, Flucht und so weiter, bedeutsame Antworten gefunden werden können. Und zwar, das ist das Besondere bei Katrina Braun, auf mehreren miteinander verflochtenen sozialen Ebenen. Also in meinem Nahbereich, auf einer politischen Ebene und so weiter. Das ist also ein breiter Begriff. Und was gehört dazu, wenn man das schaffen will? Katrina Braun hat sich auf viele Studien bezogen, die dann zum Beispiel regionale Fischerdörfer untersucht haben, die keine Fische mehr haben zum Fischfang oder viel weniger Fische, wie die dann also umgehen mit dieser Krise und Herausforderung, die ihre Lebensgrundlagen betrifft. Und sie hat das analysiert und ich habe das hier nochmal zusammengefasst. Was braucht man dazu? Man braucht den Zugang zur Kultur, zu kulturellen Ausdrucksformen, um überhaupt etwas sinnhaft finden zu können, also Sinn finden zu können auch im Wandel, damit der Wandel nicht einfach nur furchtbar ist und man weiß nicht mehr, was passiert sozusagen, man verliert die Orientierung, sondern das Morgen auch schon sich entwerfen zu können. Das ist eine Teilhabe. Dazu muss man teilhaben an den kulturellen Diskussionen und so weiter. Durchaus ja in den Medien, aber eben auch in den Spielen. Zweitens, die Anregung zur Erkundung und zum Ausdruck der kulturellen und der eigenen Identität, das ist die Partizipation, die Teilnahme. Und drittens die Ermöglichung sozialen Lernens und der Erfahrung gelingender Gemeinschaft. Und da merken schon viele, die aus der Spielekultur kommen, okay, das ist interessant. Soziales Lernen und Gemeinschaft, zumindest im Multiplayer-Gaming-Bereich, ist natürlich was, was wir schon sehr lange beforschen, was ich schon 2004 sozusagen mit Counter-Strike aus war, um 2004 rum beforscht habe. Gut. Und dazu gehören drei Momente. Oh, Verzeihung, da habe ich mal wieder eine Folie vergessen. Das soll mir jetzt aber nicht mehr passieren. Das nervt ja. Dazu gehören dann drei Momente. Und zwar, die lassen sich nicht ganz so gut übersetzen. Verwurzeltheit, der Zugang zu diesen Ressourcen und drittens aber auch Widerstand und Widerständigkeit. Und das möchte ich mir ganz kurz nochmal anschauen. Hier. Was heißt diese Rootedness, diese Verwurzeltheit? Das ist die Verwobenheit von Menschen mit Orten. Das ist aber nicht nur der Ort, wo ich jetzt zum Beispiel aufgewachsen bin. In unserer Welt, wo so viel Migration ist, auch Binnenmigration, nicht nur internationale Migration, ist das sowieso klar. Aber auch in der Welt, wo wir im Internet leben, wo wir gar nicht mehr nur an dem Ort leben, wo wir sind. Das heißt, es geht um viele Orte. Aber man kann sich vorstellen, Menschen, die nicht verwoben sind, die nicht verwurzelt sind, denen ist auch relativ egal, was da so passiert. Und wenn man vielleicht irgendwo aufwächst, wo es kein Meer gibt, aber das Meer durch den Urlaub kennengelernt hat, dann hat man ein anderes Verhältnis zu Mikroplastik und Plastik am Strand und all dem, was passiert, als wenn das für einen nur eine abstrakte Landschaft ist, die man vielleicht nur irgendwie vom Foto her kennt. Ne? Das ist diese Art von Verwurzelung, die man sucht. Zweitens, diese Ressourcensache. Da geht es um Vernetzung und um soziale Kreativität. Es geht darum, dass man das, was man hat, verwendet mit dem, was vielleicht von außen dazukommt, um etwas Neues aufzubauen. Und in jeder Krise, wie man jetzt zum Beispiel diese schlimme Hochwasserkrise hatte, sieht man, okay, da kommen zwar von außen Ressourcen rein, aber das reicht nicht. Die Leute müssen sich selber anders aufstellen. Die haben vielleicht alle oder viele von denen haben vielleicht irgendwie auch ihr eigenes Haus gehabt. Jetzt müssen sie sich zusammentun und zusammenarbeiten und ihre vorhandenen Mittel anders verbinden. Und drittens eben der Widerstand.
oder die Widerständigkeit. Und das ist ganz interessant, denn so sehen wir ja auch politische Kritik zum Beispiel, wenn wir uns kritisch äußern, wie Fridays for Future beispielsweise, dann artikulieren wir etwas, artikulieren eine Kritik gegen etwas. Hier geht es, da passiert natürlich noch mehr bei Fridays for Future, was so in dieser Logik auch funktioniert. Wir sind aber nicht nur gegen etwas, sondern wir bauen etwas auf, was was Neues schafft, zum Beispiel NGOs oder aktivistische Initiativformen oder Vereine beispielsweise. Ja? Das heißt, es entstehen dann daraus Strukturen, die nicht nur so aussehen, dass einer zu Hause vielleicht Zeitung liest und dann meckert und sagt, irgendwie die Welt gefällt mir nicht, das kritisiere ich und so weiter, sondern man geht in die Aktion hinein. Und diese drei Momente, die sind müssen überall vorhanden sein oder die sind da zu finden, wo erfolgreiche Resilienz-Bildungsprozesse zu beobachten sind. Und damit aber jetzt endlich zu den Games. Was hat das damit zu tun? Wenn man sich jetzt vorstellt, diese drei Momente, die ich da hervorgehoben habe, hier habe ich mir schick mit den borromäischen Ringen ineinander verwoben, ja, dass die immer zusammen sein müssen. Borromäische Ringe funktionieren so, wenn man einen rausnimmt, fallen die anderen beiden auch auseinander, dann fällt alles auseinander. Man braucht also immer alle drei Geschichten. Wenn man das so sieht, versteht, dann sieht man, dass wir in der Online-Kultur in den letzten Jahren ja sehr viel von solchen Bewegungen und Aktivismen gesehen haben, die in diesem Sinne resilient sind, die nämlich Ressourcen herstellen, die auf eine bestimmte Weise verwurzeln, indem sie Solidaritäten herstellen und die widerständig sind, zum Beispiel eben Hashtag MeToo oder Hashtag Fridays for Future und was es da alles gibt. Das heißt, wir haben solche kollektiven, in den Netzen verteilte Prozesse, wo gar nicht immer alle Einzelnen alles wissen müssen, aber das Netzwerk selber gewissermaßen immer schlauer wird in Bezug auf ein Problem. Und das ist doch sehr interessant. Hier kann man fragen, was ist eigentlich mit der Spielekultur? Denn Spiele sind so eine reiche Ausdrucksform. Was können sie dazu beitragen und wie könnte das funktionieren? Also schauen wir uns das mal an. Schauen wir mal an, was hier das bedeutet nochmal. Ja? Also es geht einmal darum, dass Spiele ermutigen sollen, Ressourcen zu aktivieren, ja? Also kreativ zu sein, vielleicht auch sich zu vernetzen, wenn es Multiplayer-Games sind in dem Fall. Ja. Sie sollen Rootedness vermitteln, also sie müssten sozusagen eine Art von Verbindung herstellen zur Welt, eine Vermittlung von und eine Auseinandersetzung am besten mit dem materiellen und dem nicht materiellen Kulturerbe. Das sind ja zum Beispiel auch die Feste, die wir feiern und so weiter. Sollen also bedeutungsvoll sein. Natürlich schaffen Spiele auch immer ihre eigenen Bedeutungswelten. Manchmal sind sie sehr fern von dem, was die Probleme in unserer Welt sind. Und das könnte man wohl verbessern. Und drittens geht es natürlich um sowas wie Empowerment, also eine Ermächtigung, dass man es schafft, sich in eine stärkere Position hineinzubegeben und dann eben beispielsweise sich mit anderen zusammentut und Strukturen aufbauen würde. So. Und das würde dann darauf hinauslaufen, und ich zeige jetzt eben direkt mal ein paar Beispiele, dass man diese Momente zusammenbinden kann. Wie machen Spiele das? Und ich beziehe mich jetzt hier absichtlich nicht auf Serious Game oder Lernspiele, denn dass die das irgendwie können, ist ja relativ klar, denn die vermitteln ja etwas. Also kann ich natürlich kulturelles Erbe vermitteln von vielen Kulturen, Herkunftskulturen, die wir an den Orten haben, wo wir leben, um uns gemeinsam sozusagen zu informieren und gemeinsam stärker zu machen. Serious Games können das natürlich sehr gezielt machen. Mir geht es jetzt eigentlich um Spiele, die nicht so sehr Serious Games sind. Und ich habe drei Beispiele mal mitgebracht und damit schließe ich dann auch diese Präsentation mit diesen Beispielen. Das erste ist, glaube ich, relativ gut bekannt und zwar ist es dieses Spiel Never Alone, das auch den Games for Change Award 2015 gewonnen hat, viele andere Awards gewonnen hat und auf vielen Plattformen lief, inzwischen irgendwie nicht immer nach allen Betriebssystem-Updates leider mehr, aber zumindest läuft es, meine ich, noch eben auf den Smartpads. Und dieses Spiel ist ein ganz wunderbares Beispiel. Man spielt ein Inupiaq-Mädchen, das ist ein Stamm, der in Nordalaska lebt. Und man spielt ein Mädchen und ihren Schneefuchs und die rennen durch die Welt. Das ist so ein Jump'n'Run-mäßiges Spiel. Wenn man aber ein Level gelöst hat, hat man die Möglichkeit, keinen Zwang, aber die Möglichkeit, Geschichten zu hören über das, was da gerade passiert ist. Und diese Geschichten werden erzählt von den Elders,
die ihr da rechts unten seht. Das heißt, dieses Spiel ist gemacht worden schon in der Zusammenarbeit mit über 40 von Elders, sozusagen auch stammesführenden und älteren Menschen, die die Lebenserfahrungen haben für das Leben, das man in dieser Gegend braucht. Und die erzählen dann Geschichten aus ihrer Kindheit, natürlich aus einer Zeit, die eine vollkommen andere Zeit war, auch in dieser Gegend, auch in Nordalaska, als die Zeit eben heute ist. Und das Spannende ist an diesem Spiel, man lernt natürlich unglaublich viel über diese Lebensform. Die wird gleichzeitig bewahrt, sie wird aber auch verändert, weil sie natürlich jetzt nicht mehr nur von Geschichtenerzählenden erzählt werden, sondern in einem Spiel. Das ist ja eine ganz andere Form, ein ganz anderes Medium. Und es breitet sich dann weltweit aus sogar. Und alle möglichen Menschen kennen jetzt diesen Inupiaq-Stamm und die Probleme, mit denen sie in der Moderne vielleicht auch konfrontiert sind. Das finde ich hochspannend. Was ich aber noch interessanter finde, ist, dass dieses Spiel von einer Firma erstellt wurde, die Upper One Games, die zuerst eine Firma war, die diesem Council dieses Stammes gehörte. Also dem Cook Inlet Tribal Council gehörte das. Und das war also in den USA die erste Spielefirma, die eben einem indigenen Stamm gehörte. Und jetzt seht ihr, was ich meine mit dieser Resilienz und den Strukturen, die aufgebaut werden. Das ist gleichzeitig eine Kritik an Modernisierung und an der Gleichmacherei, die wir häufig haben, und an dem Verlust natürlich auch von Kultur und der Kolonialisierung und so weiter und den Folgen daraus. Es baut aber auch was Neues und geht damit in die Welt hinaus. Das finde ich hochgradig spannend. Und als zweites Beispiel, eins, das Skandal gar kein Computerspiel ist, sondern ein RPG, aber das natürlich auf dem Computer gespielt werden kann, wenn man es dann eben auf einer Plattform, die dazu in der Lage ist, eben übersetzt, kann man es eben auch online gemeinsam spielen. Aber der Punkt ist ja, die Spielideen, darum ging es mir hier, die Spielideen, die für RPGs beispielsweise, Tablespiele gelten, die funktionieren natürlich auch für digitale Spiele. Und oft sind die Grenzen da ja relativ fließend, ja, in den beiden Bereichen. Und dass dieses Spiel Dialect ist hochinteressant. Es ist eigentlich ein relativ klassisches RPG, wo man sich einen Charakter baut, wo es eine Backlog-Story gibt, die man dann auch selber schreiben kann und so weiter, wo dann Karten ausgeteilt werden, die Aktionskarten sind, wo Dinge passieren und so weiter. Aber der Kern dieses Spiels ist Sprache. Und zwar ist der Aufbau von Sprache und der Verlust von Sprache. Denn das hat wesentlich auch eine Computerlinguistin, die sich also linguistisch, wissenschaftlich mit Sprache auseinandersetzt, geschaffen, dieses Spiel. Der Gedanke ist, es gibt so viele Sprachen in der Welt, die untergehen und die verfallen. Und mit jeder Sprache, jede Sprache enthält für sich ein ganz besonderes Weltbild, einen ganz besonderen Blick auf die Welt. Und das geht verloren. Wie können wir das verstehen? Weil unsere Sprache ja hier zum Beispiel nicht verloren geht und die englische eben auch nicht verloren geht, sich nur verändert. Das können wir also nur verstehen, und das ist die Idee, indem wir das erfahren. Und dieses Spiel macht die Erfahrung zugänglich. Wir müssen eine Sprache selber schaffen. Für bestimmte Situationen müssen wir neue Wörter schaffen in der Zivilisation, die wir uns da gerade ausgedacht haben. Und so verstehen wir, wie besonders Weltbilder und das Leben sich in einer Sprache ausdrückt und was die Sprache bedeutet. Und am Ende geht die Sprache hier auch wieder unter in diesem Spiel. Also wir lernen auch was über das Untergehen von Sprachen. Und zuletzt, das ist vielleicht ein bisschen speziell, aus einer Kunstausstellung von dem Zentrum, Karlsruher Zentrum Kunst und Medien, dem ZKM. Und da gibt es die sehr empfehlenswerte Ausstellung Critical Zones auf ZKM. Die kann man einfach online sich anschauen. Und da werden dann auch Games programmiert. Und das sind natürlich eher konzeptionelle Spiele, mit denen wir es da zu tun haben. Wie beispielsweise jetzt hier dieses Spiel The Skin of Ruins. Und hier fahren wir durch eine Landschaft. Und diese Landschaft besteht aus Daten. Also das heißt, wir spielen sozusagen mit echten Daten und wir verändern diese Daten auf eine Art und Weise, wo dann zum Beispiel Ökologien, ökologische Gebiete dann untergehen oder wie eben wieder neu entstehen. Das ist also ein Spiel, wo wir mit Daten direkt spielen. Ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht von der GM-Ausstellung, The Swamp Game. Da spielen wir, dass wir in einem Sumpf ein wechselndes Ding sind. Und zwar, wir bleiben gar nicht eins wie sonst in Spielen, sondern zuerst sind wir beispielsweise, was sind wir hier jetzt? Ich kann das so klein gar nicht lesen, mein eigenes Fenster. Jetzt sind wir ein Schalentier, glaube ich.
Und dann gehen wir und navigieren durch diesen Sumpf und dann werden wir von einem Schleimpilz gefressen und plötzlich sieht die Welt vollkommen anders aus, durch die wir dann fahren. Und dann gehen wir weiter durch diesen Sumpf und werden dann vielleicht von einem Insekt gefressen und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und so. Und das heißt, dieses Spiel lässt uns andere Wahrnehmungsformen verstehen und dezentriert uns ein Stück weit, zeigt uns, dass wir nicht allein auf der Welt sind und unsere Sicht nicht die einzige ist. Also versetzt uns sozusagen in vollkommen andere Seinsweisen, wenn man so möchte. Natürlich nur konzeptionell, bei dem Spiel gibt es jetzt nicht zu scoren oder sowas in der Art. Aber was hier passiert, glaube ich, in diesen gezeigten Spielen, das kann doch für die Gaming-Industrie oder auch für das Indie-Game-Design oder auch für die eigene Aktivität mit Spielen, mit Editor-Games beispielsweise, ganz, ganz wertvoll sein. Das heißt, Spiele haben als kulturelle dominante Form die Kraft, glaube ich jedenfalls, zu dieser Resilienz, die wir benötigen, zu diesen Merkmalen von Resilienz positiv beizutragen. Und damit herzlichen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit.